Jo Leute, was geht? Ich bin schon der Devil of Tanks. Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play World of Tanks Tier 10. Und ja, ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass ihr dann natürlich den T-50 Heavy nochmal sehen würdet, nachdem ich ihn gekauft habe. Und kein Problem, ich spiele gerne mit diesem Panzer. Deswegen legen wir sofort los. Und ihr seht, ich habe schon eine Mülle heute zusammengebracht. Das ging ganz flott, die Karotte. Hatte ich heute gute Runden mit dem T26 E4. Hab sogar ein gutes mit Triple rausgehauen bekommen. Heute kommt hier keins, aber morgen. Und ja, ich spiele mit dem Panzer jetzt zum zweiten Mal. Das heißt, ich habe mit dem nicht weitergespielt, weil ich hatte ja Geldsorgen. Und das war ein bisschen schwer, mit dem Panzer jetzt zu spielen dann. Und wir legen jetzt los einfach mal mit dem T-50 Heavy weiter und mal sehen, ob er mir immer noch Spaß macht, beziehungsweise immer noch gut Damage verteilt und immer noch schön gutes Zeug macht. Wir haben ein wirklich schönes Match, Live Oaks, keine Arti, was für ein Zufall, das ist schon echt gut, eine Arti weniger, keine Arti gesagt, sorry. So, wenn ihr vielleicht merken könntet, ich bin ein bisschen erkältet, beziehungsweise verstopfte Nase. Das ist Kacke, das heißt, es könnte sein, dass ich vielleicht niese während des Videos. Aber das kann ich halt schlecht ändern. Und das rauszuschneiden, das wäre dann blöd. So. Dann wisst ihr schon bestimmt, wohin ich fahre, und zwar in die Stadt. Da will ich jetzt mal meinen Spaß haben. Deswegen mal sehen, was wir da so alles rausholen können. Und dann legen wir mal los. So, erstmal kurzer Flapstrop am Anfang. Ne, passt schon. So. 20 Sekunden nachladen. Ich werde jetzt mit dem Panzer hoffentlich schon ein bisschen mehr spielen, weil ich hatte keine Zeit, weil ich in der Schule war und jetzt morgen ein bisschen spielen werde ich dann mit dem und dann noch jemand anderen, vielleicht, wenn ihr wollt. Ein Zehner kommt ja noch. Ansonsten spiele ich ja weiter, wie gesagt. So, fahr schnell den Berg hoch. Mir gefällt nicht gerade, dass es ein bisschen rumlaggt. Mein Ping ist ein bisschen 50, 60, was nicht sein sollte. So. Geben wir mal Gas. 1x50B, vergleichbar mit mir. Ihr seht, er ist schneller. Er ist wendiger, glaube ich. Oh, viele Gegner wurden wir gesehen. Ich habe heute echt viele GWT gezockt. Hat sehr Spaß gemacht. Und das hoffe ich bleibt so. Und dann schaut euch das mal wieder an. Beste. Nur ich und der Kollege sind hier alleine. Und was will man mehr? Ich will natürlich gleich hier rüber. ST1 sehe ich, beziehungsweise sieht er mich. Da bleibe ich lieber in Deckung. Das ist die Frage, ob ich da mich zeigen soll oder nicht. Könnte ich sogar eigentlich. Na, da ist keiner. Noch nicht. Hoffentlich bleibst du dabei. Das gefällt mir nicht. Ich werde gespottet. Gespottet werden ist nicht cool. So, da versuche ich mal den Kollegen hier zu töten. Ja, das hat doch schön geklappt. Und wir laden nach. Der wunderschöne Kollege hat kassiert. So. Natürlich, unsere Verstärkung wird niemals ankommen. Ui, da habe ich vielleicht Probleme, Alter. So richtig. Da habe ich noch den 1x50B. Also wenn der wirklich auf mich rausfahren will, dann viel Spaß. Aber ansonsten werde ich jetzt ein bisschen. Und ich habe kassiert. Ja, die erste Runde hat saugut geklappt. Noob Team. Sagen wir schon mal schön. Und wie wurde ich getötet? Ja, das T-50 Heavy ist einfach hier durchgefahren. Und habe mich einfach mal zerlegt. Leider, leider. Ich merke mir gerade, hey, wieso kriegst du so viel Damage? Oder seht ihr schon? Ja, hat mir nicht gefallen. Und wir sehen uns dann gleich bei einer zweiten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute, hier sind wir wieder. Zweite Runde, legen wir sofort los. Wir haben sogar gewonnen. Die letzte Runde schon die doppelte Erfahrung dann dafür bekommen. 1200 ist nicht wirklich viel, habe aber schon Damage im mittleren Bereich gemacht, was natürlich nicht so toll ist. Ihr seht, es haben 6 Leute überlebt.
Alles 9er und 10er, einer 10er, das war der IMX 50B. Das heißt, ich muss es mir ein bisschen vormerken, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen mit dem Panzer. Er hat zwar 203 mm Panzerung in der Wanne, aber im Turm hat er halt nur 137 mm und ist natürlich nicht so prächtig. Das heißt, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen, beziehungsweise darauf achten, dass nicht zu viele Gegner auf mich rausfahren. Das ist dann nicht mehr so prickelnd. Da habe ich in der ersten Runde richtig verkackt. Mal sehen, ob ich in der zweiten Runde jetzt was Besseres reiße. Und wir legen dann gleich los. So. 200 mm Panzerung hier. Und trotzdem kommt man da echt reich durch. Naja. So, E100 Hammer, Jagdpanzer. Nein, das ist ein Artillerie 100, GW E100, genau. So, ich bewege mich mal schleunigst zu folgenden Koordinaten. Zu F8. Ich hoffe, es fahren noch ein paar Leute mit, weil ihr habt ja gesehen, am Anfang bin ich gestorben, weil null Deckung und ich dachte, hey, wieso traut sich der Jagdpanzer E100 so weit raus? Und anscheinend deswegen. Nicht so cool, nicht so cool. Wenn ich schieße, sollte ich nicht in diesem Modus sein, weil das ist dann auch nicht so cool. Das lenkt mich ab. Beziehungsweise weiß ich nicht, was da um mich passiert. Ja, diese nächsten, keine Ahnung, 6, 8 Sekunden, das ist dann schon scheiße. Ich gebe natürlich jetzt Gummi. Ich hoffe, da kommt keiner und spottet mich sofort. Das wäre natürlich scheiße. Denn die Artillerie wird wahrscheinlich auf mich schießen, wie ich sie so kenne. Wie viele auch sagen, die Artillerie schießt natürlich auf mich und so, aber mich trifft sie dann noch wirklich. Hatte heute auch schon so was Schönes mit dem Super Pershing. Ich fahre, ich fahre, ich war mir schon irgendwie sicher, dass ich weg bin, aber trotzdem wurde ich gespottet, so 10 Sekunden später, und dann habe ich trotzdem kassiert. Und ich so, ja, vielen Dank. Da konnte ich gleich meinen Munitionslager reparieren und so weiter. Das war schon nicht mehr so toll. War kacke, aber man muss leben, was man kriegen kann, ne? So, Verstärkung habe ich hier 0. Weil 18 10er sind dahin gefahren. Das wird natürlich prächtig jetzt. Ich darf mich auch nicht zu weit raustrauen. Die 57 Heavy ist da hinten irgendwo, das ist schon mal etwas. Der Panzer ist ziemlich genau, ihr seht ja. Aber muss ich ein bisschen aufpassen. Ich lade mal nach. Ja. Ich drücke immer R zum Nachladen, aber R ist nicht zum Nachladen gedacht. So, da kommen einiges an Gegnern. Das ist schön, da lade ich noch rechtzeitig nach. Viel Muni habe ich leider nicht, aber immerhin etwas. So, der E75 wäre natürlich optimales Ziel für mich. So, den Turm von dem Kollegen zum Beschießen ist natürlich nicht so prickelnd. Da den IS-4 so anzuschießen ist natürlich nicht wirklich sicher, beziehungsweise wirkungsvoll. Oh, da kommt er ein bisschen zu schief raus. Ich kann nicht viel machen. Ja, wir brauchen echt Verstärkung dann hier bald. Da haben wir zwei 9er TDs, aber. Ja, ich repariere meine Kette nicht, aber jetzt kassiere ich dafür. Ja, das war natürlich kacke. Jetzt habe ich ein bisschen hektisch reagiert. Ich habe schon die Maus verloren. Ich konnte nicht mehr reporten, Leute. Ich habe heute schon zu viel reportet. Das war leider nötig. Ein blöder Maus ist gestorben. Und das finde ich jetzt witzig. Ich muss noch so viele Gegner zerschrotten hier. Ich stehe schon 5 zu 1. Da kam ich jetzt nicht durch. Muss mich zurückziehen. Und jetzt pushen die natürlich. Und ich krieg keine Unterstützung, weil alle tot sind. Ja, da haben wir schon ein bisschen Unterstützung. Aber nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Da seht ihr, da lade meine Muni weg und dann war's das. Munition so zu verschwenden, das ist natürlich können. Der ist abgebrannt.
natürlich kam ich da nicht durch und der kam bei mir schon durch. Und da bin ich wieder gestorben. Naja, läuft nicht gut, aber ihr seht, das Match ist auch nicht gerade super verlaufen. Hab keine Verstärkung. D100. Ach, Herr Leute. Ich hatte heute schon mit sehr vielen Noobs zu tun, aber ich habe heute mit dem 10er gespielt. Und gar keinem, weil ihr seht ja, hatte wenig Geld und jetzt seht ihr, wieso ich mich mit 10er spiele, beziehungsweise sie meistens meide, weil es gibt einfach viel zu viele Opfer, die nicht wissen, wie man mit dem 10er umgeht. Ich meine, ein E100 ist ein wirklich großes Ziel, klar, aber er steht an der Base. Warte, wo steht der E75? Gut, der kämpft. Da kämpfen wir wenigstens. Was macht der? Er steht irgendwie da. Keine Ahnung, was da los ist. Ich mache jetzt krasse Sache und zwar sage ich, wo die Kollegen sind und damit schneller vorbei ist, weil das ist echt kacke. Sowas ist inakzeptabel in meiner Richtung. Na, dann gucken wir mal kurz noch zu, weil ich habe jetzt keinen Bock, das hier zu kürzen, weil die ist eh gleich vorbei. Und der E100 von uns ist echt blöd. Da habe ich mich mit dem Buchstaben verschrieben, wie ich das geschafft habe. Naja. So, da ist der Kollege und jetzt reitet er. So schlecht. Wie hat er überhaupt den E100 bekommen? Wahrscheinlich hat er mit seinem Taschengeld das Geld gespart, hat sich dann ein Premium-Paket gekauft, wo er 10 Millionen Credits hat oder so. Und dann hat er sich damit den E100 gekauft. Wahrscheinlich hat er keinen Bock mehr auf den E75. So viele Noobs in diesem Spiel, das ist schon schwer zu glauben. Aber leider ist es so. Schon traurig, oder? Leute, das ist dann unglaublich, aber ihr seht ja, die erste Runde bin ich gestorben, weil Team da mal war, wo sie sein sollten, aber gewonnen haben wir wenigstens. Hier haben wir jetzt verloren, eindeutig, und ihr seht, was ein E100 kann, und zwar nichts. Er hat zwei Kills gemacht und die hatten eh schon 100 Leben. Und da schafft sogar der 28 Prototyp noch einen Schuss abzugeben, um zu töten. Und ihr seht, 6 zu 15, gut, ich habe nicht wirklich viel gerissen, aber das ist so, wie es ist. Mal gesehen, 334 Erfahrungen. Ich habe den Top Damage gemacht. Und die Maus, wo ist die Maus? Ich suche noch kurz die Maus, da ist die Maus, die hat nur gerade mal 1000 Damage geschafft zu machen. Also, epische Noobs, minus 16.000 Credits, da bin ich nicht zufrieden. Ich brauche das Geld, um über der Mille zu bleiben, weil da kann ich erst mit 10ern wieder ein bisschen spielen. Muss ich irgendwie auch anfangen zu spielen, weil ich habe mit den 10ern irgendwie so richtig, ja, aufgehört praktisch, sondern ich lasse sie einfach stehen. Zum Beispiel mit dem IS-4 will ich noch weiter spielen. Mit dem T-57 Heavy muss ich jetzt anfangen zu spielen, weil ich habe ja gar nicht gespielt, habe ihn gekauft und nur euch vorgestellt. So ein Luxus. Da hatten wir natürlich am ersten Mal Glück. Beim zweiten Mal hat man nicht so viel Glück. Ach, herrje. Jetzt gibt's keine Arti. Jetzt hoffe ich mal, dass es was Besseres wird. Ansonsten war das doch nicht so eine schöne Runde. Aber da seht ihr einfach, zu viele Noobs in diesem Spiel. Kann man irgendwas dagegen machen? Nein. Das Einzige, was man machen kann, ist eine Begrenzung für Leute, die mit CS10 spielen. Keine Ahnung, irgendwie. Du campst nicht, du machst dies, das, irgendwelche Voraussetzungen, damit du den 10er überhaupt fahren darfst. Weil ihr seht ja, viele leiden dadurch. Und dann beschweren sie sich, weil diese eine E100, Alter, das wäre ja schon die Höhe. Sowas passiert nicht. Der hat minus 20er Wertung kassiert, weil. Ui, jetzt habe ich noch sogar 10 Damage kassiert. Der E75 ist schneller als ich, das ist auch neu. Nein, Scherz, das passt schon alles, ich beschwöre mich da nicht. Lieber bin ich da hinterher kommt. Hallo. Hallo, Herr Kollege. So. Der wird mich anscheinend nicht nerven.
Ich glaube, ich habe schon gar Depression, aber ich will sie nicht so vergeuden. Genau das meinte ich. Habe ich richtig Glück gehabt gerade, weil sonst hätte ich Damage kassiert wie ein Blöder. Das habe ich echt Glück gehabt. So, ja, der Kollege kann machen, was er will. Der 75 wird ihn eh natzen. Der hat schon mal kassiert wie ein Blöder. 10 Sekunden noch, Leute. Ja, ich ramm den nicht. Ich warte einfach. Der tötet den 75 noch. Der wartet natürlich drauf, bis ich den töte. So. Ja, E75, das war nicht so toll von dir. Nicht so toll, Leute, das war nicht so toll. Gebe ich zu. Das war ein bisschen verkackt, aber der Schuss ist hier nach oben geflogen. Ja, dann fahrt mal los, ihr Neuner. Ihr seid ja hier die Götter. Weil anscheinend bin ich hier nichts wert. Dann mache ich auch nichts. Wenn ihr denkt, dass ich, dass das nicht notwendig ist, dass ich hier irgendwas mache. Dann mach das doch selbst. Weil ich meine, ich bin ja nicht Autoloader oder so. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ist abgeprallt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, den habe ich jetzt ein bisschen in 3 Damage reingedrückt. Jetzt lade ich wieder nach. E75, bitte. Wisst ihr, Leute, manchmal zweifle ich. Ich habe heute eine Auszeichnung bekommen, wo ich 50 Gefechte gemacht habe, ohne die Kollegen anzuschießen. Ich glaube, irgendwann wird sich das ändern. Irgendwann kriege ich eine Auszeichnung, dass ich 50 Kollegen angeschossen habe in einem einzigen Gefecht. Mein Scherz. Das geht natürlich nicht. Da ist der VKB. Bei dem lohnt sich nicht mal anzugreifen, weil Munitionsverschwendung und so. Das muss man schon ein bisschen einkalkulieren, wie man den dann angreift. So, der Kollege ist gestorben. Ich könnte hier rüberfahren, aber mit Risiko. Es ist halt alles ein Risiko hier. Oh, hier ist ein. Ui, da habe ich echt gut gespottet sogar. Muss ich aber ein bisschen vorsichtiger sein, was das angeht. Ja, Kollege, kannst mich mal. Oh, da muss ich noch mal aufpassen. Jetzt bin ich scheiße rausgefahren. Aber der Kollege kassiert, das ist schon mal gut. Ja, der will hochfahren, aber kommt nicht hoch. Er kriegt keinen hoch, mein Scherz. Sage ich immer gern. Da, ich könnte auf den Jagdjäger schießen. Das ist fast schon ein Wunsch von mir. Ja, ich muss mich zurückziehen, weil ich habe keinen Bock, Damage zu kassieren. So, dann gehe ich natürlich rückwärts hier runter. So, der IS-8 ist noch gut dabei. Der hat noch einen getötet. 6-3 steht's. Sieht gut aus. Der eine schreibt Fuck Game. Was auch immer. Der VKB will was erzählen. Na, schade, ich muss hier ein bisschen den. Oh, super. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, da habe ich ein bisschen verschissen. Habe ich auch nochmal verschissen, das ist nicht so gut. Egal, der nächste Rausfahrer wird dann sicher sein. Ich habe jetzt den Schuss, das heißt, noch 3-mal schießen kann ich. Volle Muni wegladen. Aber der wird natürlich jetzt auf mich rausfahren. Auf wen denn sonst? Scheiß Ratte, Alter. Und der IS-8 macht natürlich nichts Sinnvolles. Aha. Ich werde gleich was anderes ausprobieren. Dieser blöde IS-8, Alter, ich schieße ihm gleich sein eigenes Geschoss. Den Schuss in die Fresse, Alter, weil er hat es nicht verdient. Den hat ihm 3 geschossen. Oh, sauber. D100. D100 geht da ab. Ja. Ah, da muss ich aufpassen. Ja, jetzt muss ich mein Leben gut aufteilen, ne?
Alter, bist du blöd, Alter. Du bist ein behindertes Stück Scheiße, Alter. Fahr runter, Mann. Boah, hätte er noch einen Stern auf dem Scheiß, Alter, hätte gelacht. Bleib unten, Mann. Ist doch schon beleidigend, dass ihr überhaupt da hoch versucht zu fahren, wo ich bin, Alter. Das. Kill VK, ja. Töte ihn doch selbst, Mann, das ist nicht so einfach. Der E100 von uns, was macht der? Jetzt kassiert er gleich wieder eine. Höchstwahrscheinlich. Und der VK, wo ist der überhaupt? Da ist der VK. Der wartet auf mich. Natürlich habe ich ihn nicht mal angekratzt, weil er hat Panzerung wie ein Gott, aber das sollte mich nicht stören, das war jetzt gerade Ausradierungsversuch. Sauber. Der ESH hat geholfen. Oh, jetzt hat er ein bisschen Probleme. Jetzt kriegt er Gesellschaft. Jetzt kann ich nachhelfen. Mhm. Ja, ich wünschte, die würden da jetzt ein bisschen pushen. Ich würde sogar ein bisschen anders fahren. Gut, das ist gut geworden, dass er das gemacht hat. Das kann ich jetzt gut nutzen. 4 Schüsse in seine Fresse reindrücken und dann ist es vorbei für den. Der Kollege ist down. Ich fahre mal kurz außen rum. So, da kommt der Kollege noch nicht runter. Wo ist der E75 noch? Weil das ist dann schon. 4 Schüsse mache ich noch. Oh, das wird dann schon sexy. Die Isu ist down. Habe hier noch 4 Schüsse, das heißt, ich habe noch 2 im Magazin dann drin. Und das ist dann nicht mehr so toll. Mal sehen, wie es dann so läuft. Wo ist der E75? Ich glaube, der zeigt dort an. Okay, das heißt, der E75 campt. Ja, ich komme. Aber ich darf nicht rausfahren, sonst ist mein Leben futsch. Außer prallt ab. Ich glaube, ich kann ihn nicht mal töten. Das wird ein bisschen schwer sein. 6 Minuten noch. Das wird prickelnd. Das wird echt prickelnd. Echt? Fährt er rückwärts? Das weiß ich nicht. Ja, der fährt zurück. Das ist gut. Die Mediums haben mir jetzt ein bisschen das erleichtert. Und der Titan ist gerade geschossen. Er schießt, ladet jetzt nach, klar. Ich weiß, wohin ich schießen soll, aber das ist dann schon eine Frage der Sache. Genau. Genau diese Sache. Und ein Amorak habe ich noch gegeben. 3. Kill und das war doch eine dritte, letzte gute Runde. War aber schon anstrengend. Das war ja schon fast so lala. Habe ich den Meister bekommen. Das ist doch wunderschön. Was haben wir denn bekommen? Ja, Sprengmeister haben wir bekommen. Wirkungsfrei haben wir bekommen. Und Schläger sind wir. Wir haben Krieger bekommen. Großkaliber, nicht Krieger, Großkaliber. 1190 Basiserfahrung, 58.300 Credits, das ist mir neu, 6.500 Damage haben wir gemacht. Respekt an mich selbst, weil das ist mir echt nicht aufgefallen, dass ich so viel Damage gemacht habe. Und ich kriege von den 58.000 Credits nur 544 zurück. Das hat sich doch gelohnt, nein Scherz, aber das hat wirklich Spaß gemacht, das Match. Das hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht, jeder Schuss hat gesessen, habe ich mal den E100 jetzt getötet. Naja, mit diesem wunderschönen letzten Match hoffe ich euch, dass es gefallen hat und wir sehen uns dann morgen bei einem WoT Replay und einem WoT Let's Play mit den Zehnern wieder. Bis dahin und schreibt natürlich in die Comments, welchen Zehner ihr nochmal sehen wollt, vielleicht sogar den hier morgen. Also schreibt so, oder ich spiele dann allein weiter. Bis dahin, ciao.